So, wir haben hier ein schönes Beispiel, wo ich jetzt bringen will, für das Wachstum deines eigenen Bewusstseins. Ich sage, umso mehr du anfängst zu verstehen, was du bist und was deine Gedanken sind, wird um dich herum dein eigenes Wissen rauswachsen, wobei aber das, was aus dir herauswächst, von den Figuren in deinem Traum, die das noch sehr, sehr fehlerhaft äußern. Ich weiß, es klingt jetzt für einen, der sich mit Holophilie nicht beschäftigt hat, sehr, sehr wirr. Aber ich will dir mal Beispiele dazu zeigen. Und zwar gehen wir hier, da übertrage ich jetzt nochmal den Bildschirm in das Video rein. Und zwar nehmen wir das hier. Das ist diese Katrin Durner. Und ich sage jetzt ganz einfach, das ist ESO. Einfachste, simpelste Esoterik. Hat zwei wunderschöne Videos mit dem Dieter Mjuske reingestellt, wo sie zuhört, wo ein bisschen Kabbala-Wissen ist, Weinrebwissen ist. Was aber auch immer einseitig ist, ich kann immer nur darauf hinweisen, in all diesen Videos, die du in dir wachrufst, wenn du ins Internet gehst, ist ein Problem, dass irgendwelche von dir ausgedachte Menschen, die als Pixelmännchen in Erscheinung treten, angeblich irgendwelchen anderen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, irgendwas versuchen zu erklären. Und du kannst Menschen, die du dir ausdenkst, nichts erklären. Es sind Selbstgespräche. Und ich komme jetzt auf meine drei Achsen. Ich mache das, ich lasse das einfach mal loslaufen und mir hören zu. In einer anderen Dimension beamen, weg von uns. Und ich möchte in diesem Blick ein bisschen darüber Das sprechen. ist hier schon das Erste, wenn die von Dimensionen reden, erste, zweite, dritte Dimension, da hat die Physik ja auch ihre klaren Vorstellungen bis zur vierten Dimension, die dann die Zeit ist. Das ist alles extrem trügerisch. Es wird für dich so sein, wie du dir das ausdenkst und vorstellst. Es sind aber hundertprozentig sicher zuerst einmal deine eigenen Informationen, die in dir drin sind und die deshalb sind, weil du sie denkst, die Maßsetzung der Logik, die du zum Denken benutzt. Und darüber diskutiere ich nicht mit Trockennasenaffen, sondern ich erkläre es jetzt den Geist, der sich diese Affen ausdenkt. Wie nah an uns diese andere Dimension ist und wie wir sie in unserem Alltag leben und integrieren können. Ich hoffe, ihr habt den letzten Blick gesehen, denn sonst, ich möchte jetzt nicht wieder alles nochmal neu. Ich habe jetzt auf der Hinterseite gekritzelt, das ist typisch für mich, also nehmt das jetzt nicht so ernst. Ich hatte im letzten Blick darüber gesprochen, dass hier die horizontale Zeitlinie haben. Das ist jetzt schon interessant, da merkst du, worauf ich hinaus will. Das ist dieses alte Beispiel von mir, das ich immer wieder sage. Wir haben zuerst einmal hier eine longitudinale, eine Zeitachse von der Vergangenheit in die Zukunft, die schlichtweg und einfach Lüge ist. Alles, meine Maus hoffe ich, ist mit drauf, alles, was Ja. überhaupt existiert, existiert, beginnt hier in diesem Punkt zu existieren. Das ist der absolute, es ist immer alles, das ist Gott. All. Eine absolute Implosion von unendlich vielen Möglichkeiten. Und das Erste, was der normale Mensch macht, das bist du, das ist dein ewiges Hier und Jetzt. Und jeden Moment, jede Information, die du erlebst, erlebst du hier und jetzt als Information und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und jetzt begehst du den Fehler, dass du dir jetzt was in die Vergangenheit denkst oder etwas in die Zukunft dir denkst. Aber egal, wo du dir in die Vergangenheit und Zukunft dir was hindenkst, es ist hier und jetzt. Stimmt oder stimmt? Seid ihr noch dran? Ja. Ist so. Ich Das ist brauche, weil so. wenn ich das Bild habe, weiß ich nicht, ob das Internet abreißt bei euch. Ob ich noch Kontakt habe, wie ich immer sage zu euch. Hören wir mal weiter. Das erkläre ich jetzt, aber ist ganz toll. Das heißt, sie schnappt etwas Inspiration auf. Sie meine ich jetzt nicht diese Katrin, sondern ich meine den Geistesfunk, der mit dem Katrin-Programm arbeitet, aber das reine naturwissenschaftliche, materielle, chronologische Denken ist noch zu übermächtig. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Die von unserer Geburt eben, ich glaube, es war so rum, entschuldigt, weil das der Fall, die von unserer Geburt an bis zu unserem Tod geht, das ist die materielle Welt, ja, wie wir sie angreifen können und so weiter. Und das von oben runter eben die Eins, das ist die Vier und das ist die Eins, runterkommt, das ist das geistige Prinzip. Und in dem Sinne, als wir hier ein irdisches Dasein eingespannt zwischen Himmel und Hölle, zwischen Geburt und Tod leben, ist Das es ist so. jetzt eh so Geschwätz, was dir im Prinzip nichts bringt. Entschuldigung, aber durchaus ein bisschen richtig ist.
Die Transversale. Sie denkt sich jetzt in den Himmel hoch den lieben Gott als Ursache und dann fällt ihr was ein, da kommt was runter. Ich sage immer wieder, wir können das da mal spiegeln oder es taucht was in dir auf. Aber es ist weder was da oben noch da unten, sondern es ist immer alles hier und jetzt in diesem Zentrum des Gottes. Das ist das Ein Zup, das nicht existierende Ende, weil es nicht existiert, es ist ein absolutes Nichts. Es ist Geist, es ist Energie, es ist Licht, denn es, wie du es willst, aber rot geschrieben. Sozusagen ein Rahmen. Ich habe das dann den Webrahmen genannt, wo oben und unten die Fäden verknüpft sind. Natürlich mit. Das ist ein schönes Beispiel, ist aber nicht fassbar. Da kommen viele Sackgassen. Übrigens, das Weben ist das doppelt aufgespannte, ist eigentlich eben. Mein kleines Bild ist ja dabei bei euch. Ja. Und das, was ich mir in die Vergangenheit denke, ist hier. Und was ich mir in die Zukunft denke, ist auch hier. Und es ist immer mein Beispiel, wie ich jetzt nicht nochmal anfange. Da gibt es Selbstgespräche, nur kurz für einen Neueinsteiger. Das heißt, was ich mir in die Vergangenheit denke, ich mir jetzt in die Vergangenheit und was ich mir in die Zukunft denke, denke ich mir jetzt. Es wird hier und jetzt gedacht. Das ist in Holofeeling, wird es genau erklärt. Und ich muss jetzt erst einmal diese sogenannte Waagerechte, muss ich in die Transversale, in die Vertikale, in die Senkrechte, in das Anoggi, nennen wir das auch, drehen. Und dann existiert keine Vergangenheit und Zukunft mehr. Weil wir ja Vergangenheit und Zukunft wegmachen. Ich mache es einmal so, schau bitte das kleine Bild an. Wir drehen das hoch, so erkläre ich das. Und wir haben aber immer noch das Problem, dass wir aus dem Mittelpunkt was rausspannen, nämlich eine Zukunft, die wir uns hochrechnen, so nenne ich das. Oder du steigst in den Keller in die Vergangenheit. Das ist mein Hochhausbeispiel. Du kannst in die Stockwerke weiter aufsteigen, in den Lebensjahren weiter aufsteigen oder du kannst hinabsteigen, zurückblättern in dem Lebensbuch. Aber es ist immer noch eine Trennung. Das ist die erste Drehung, dann kommt die zweite Drehung und jetzt kommt die Achse, die zeigt sie übrigens sehr schön. Und da musst du jetzt den Spiegeltunnel mit zwei Spiegeln verstanden haben, dass wenn du in den Spiegeltunnel schaust, siehst du vor dir was, was aber da vorne gar nicht ist. Das siehst du mit der dritten Drehung, wenn du ein Lämpchen zwischen zwei Spiegeln reinstellst, wenn du in den Tunnel siehst, siehst du diese ewige Reihe. Und wenn du, das ist die dritte Drehung, ist die Synthese-Drehung. Jetzt schauen wir mal, wie die das erklärt. Heißt das Schluss und Kette, ne? Schuss und Kette? Schuss und Kette. In beide Richtungen. So. Das Weber-Schiffchen heißt übrigens auch Radius. Ich hoffe, ihr könnt euch daran jetzt noch erinnern. Und dann, haben wir in dem Weber, in dem Weben haben wir den Eber. Das ist der Ibria-Febräisch, der aus dem Jenseits kommt. Und das absolute Jenseits befindet sich im tiefsten Innersten dieses Punktes. Und das Diesseits ist eine ausgedachte Peripherie. Aber die befindet sich auch in dem Punkt. Ich sage, alles, was du erlebst, ist hier und jetzt in dir drin. Das sind deine Informationen. Ich glaube, ich habe das jetzt im letzten Blick nicht so anschaulich. Entschuldigung, es schaut wirklich arg aus, aber ich hoffe, ihr kriegt das hin, weil ich auf der Rückseite irgendwie gekritzelt habe. Was ich veranschaulichen wollte, ist, dass wir hier ja von einer zeitlichen Ebene reden und hier sozusagen von einer örtlichen. Ja. Hier und jetzt. Die Zeit ist aber die Ewigkeit. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einem Punkt zusammen und das ist jetzt. Das Jetzt ist ewig. Alles, was passiert, passiert im Meer jetzt. Und es passiert hier. Hieros. Die Quintessenz ist IAR, griechisch Hieros ist das Heilige, das Ganze, das Göttliche. Und jetzt gibt es aber, damit das plastisch ist und quasi hier mehr, also nicht eindimensional ist, sondern wirklich ein Viereck ist. Habe ich letztes Mal schon erklärt, dass wir einen Raum dahinter und einen Raum davor haben. Der ist aber, und jetzt denke ich, dass dem Bleistift, den sie jetzt hier reinschiebt, das wäre der Spiegeltunnel, der aufbaut, wenn du zwischen zwei Spiegeln, nur zwischen zwei Spiegeln stehst und du wärst das Licht und du schaust vor dich hin, dann siehst du unendlich viele Spiegel, 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 Spiegel. Und wenn ich jetzt sage, du bist zwischen den zwei Spiegeln, das kleine Kerzchen, die kleine Lampe, dann siehst du immer Spiegellampe, 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 du siehst unendlich viele Lichter vor dir. Das ist jetzt die einfachste Form, einen illusionären Raum darzustellen, der genau genommen, wenn du dich jetzt über dich erhebst, und ich mache es jetzt einmal in die Richtung, die Spiegelreihe, dass du nur die zwei Spiegel siehst, das sind jetzt ausgedachte Spiegel und das Lämpchen ist der rote Reih, der Kopf des Schöpfergottes. Und das baut dann diese Illusion auf. So, der Raum davor ist sichtbar. Da ist kein Raum davor.
eine Illusion, etwas aus, ein ausgedachter Raum, den du auch siehst, wenn du auf eine Brille aufsetzt. Das ist aber die Kamera. Kamera heißt ein Gewölbe. GE-Quadrat wölbt sich aus dir heraus. Diese zwei Flächen erzeugen praktisch eine Halbkugel vor dich hin, wo du dich reinfokussieren kannst. Den können wir uns, wenn wir uns jetzt quasi, also wir haben ja zwei Möglichkeiten der Metaposition. Das eine ist, indem wir uns da oben drüber hinbeamen, aber da können wir uns nur hinbeamen, weil ich meine... Immer weg, immer woanders hin, da oben, ich will da oben hin, ich will in die Zukunft, ich will ins Himmelreich. Keiner will hier und jetzt sein. Da kommst du aber nicht weg, da kommst du aus dem ewigen Hier und Jetzt, wo du selbst der Mittelpunkt bist, gar nicht raus. Egal, was du um dich herum denkst, was für eine Stadt, was für ein Zimmer, was für eine Wohnung, du bist immer in der Mitte. Ist es so schwer zu verstehen? Du kannst ein vor dir dir denken, ein hinter dir, dann fällt dir das hinter dir. Du kannst ein über dir denken, dann fällt dir das unter dir. Aber das, was du dir ausdenkst, befindet sich in dieser Mitte. Du schaust immer nur eine Seite an und die andere lässt du weg. Wer kann das schon, Adlerblick? Oder eben von außen, so wie ich das letztes Mal auch gesagt habe, wenn ihr mich hier seht von euch, habt ihr den Blick da drauf. Das siehst du, wenn ihr mich seht, die denkt sich jetzt welche aus? Die sehen Sie. Ich sage, nee, das, was sieht, ist ein Geist und nicht einer, der jetzt vom Computer sitzt. Das sind alles ausgedachte Dinge. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Dieses esoterische Geschwätz bringt dich keinen Schritt weiter. Es ist aber ein Fünkchen Wahrheit. Es ist ein Prinzip, das sich jetzt materialisiert und das war der Anfang des Gespräches. Wenn du Geist anfängst, du Geistesfunk anfängst, das zu verstehen, wenn ganz langsam Figuren in deinem Traum rauswachsen, die sehr bruchstichhaft deine eigene Erkenntnis nachäffen, obwohl du die gar nicht kennst, es wächst dein eigenes, deine Erkenntnis, deine Liebe aus dir heraus, diese Sehnsucht zu wissen, was bin ich eigentlich? Das ist ja, die ganze Esoterik ist eine Suche nach sich selbst. Und es gibt doch nichts Einfacheres, wie zu erkennen, was man selbst rot gelesen ist. Ich bin der, der jetzt etwas erlebt. Aber der, der etwas erlebt, kann niemals in irgendeiner Form existieren. Die Form ist etwas, wo du dich einhüllst. Und darum wiederhole ich immer wieder, was verändert sich an dir, Geist, wenn du denkst? Deine Information. Von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick verändern sich deine Informationen. Ich bleibe jetzt nur im Denken. Und was verändert es an dir? Tier übrigens rot gelesen. T ist zum einen entweder die 9, das ist der Spiegel, der Rei auf Hebräisch, der Kopf des Schöpfergottes, rot, oder das T als die rote 400. Genau genommen ist es der Saft, weil das ausgesprochen ist, ist das Bewusstsein. Was verändert sich an dir, Geist, als wahrnehmenden Geist, wenn sich deine Informationen verändern? Nichts. Du bist immer derselbe Geist, egal an was du denkst. Und es ist natürlich schon trügerisch, weil ich jetzt das Wort Geist ausspreche. Jetzt rede ich von einem ausgedachten Geist. Geist ist etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann, weil es ewig ist. Alles Existierende ist nicht ewig, es existiert nur, existiere, es tritt aus dir heraus, ohne dich verlassen zu können. Und den Vorgang wirst du erst verstehen, wenn du weißt, dass der Ursprung ein Sub, sprechen das die Juden aus, ich sage einfach ein Sub, das heißt ein nicht existierendes Bewusstsein UBs. Bewusstsein kann nicht existieren. Das ist auch hier in den Einträgen jetzt in den Vorhergehen, da kann man kurz reinschauen, wenn alle von einem Bewusstsein sprechen, das man besitzt oder das sich verändern muss. Bewusstsein verändert sich nie, weil das absolute Nichts kann weder zerstört werden, es verändert sich nicht. Und dann gehe ich in die Physikbücher und wir schauen uns einfach mal diese reine Urruhe-Energie E-Quadrat in der Einstein-Formel an. Und ich erwähne immer wieder, da heißt es, die kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Weil es ein nicht denkbares Nichts ist, dass ich ständig in andere Formen einhüllt. Das ist der träumende Geist. Ihr seid weiter weg, ihr seid nicht im Geschehen. Wenn wir... Wie weit ist jetzt der Mond von dir weg? Erste Frage, wo war jetzt eigentlich der Mond, bevor ich das Wort Mond ausgesprochen habe? Der nicht existiert. Stimmt oder stimmt? Ja. Und wie weit ist der weg? Ja, das, was man dir erzählt hat. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du was anderes sagen? Morgen Abend machen werde mit der Barbara eine Buchbesprechung über Konstanzes Kind machen. Dann lesen wir über etwas. Morgen magst du überhaupt nichts, du Dummerchen.
Das ist der typische ESO-Kack, die dir was vom ewigen Hier und Jetzt erzählen und dann erklären sie dir, was vor 5000 Jahren die Mayas gemacht haben und was sie morgen machen werden. Was 1940 oder 45 stattgefunden hat. Wozu? 1945 hat nichts stattgefunden. Du denkst dir das jetzt. Das findet jetzt statt, wenn du dir das denkst, weil jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht jetzt auf und der wird auch jetzt wieder vernichtet. Und wenn ich jetzt sage, wir haben im Hintergrund ein Kontinuum stehen, ein Computerprogramm mit Daten, sind diese Jahreszahlen und die Orte wie in einem Radix-Horoskop bloß Adressen, wo ein gewisses Programm, da kann man jetzt in die Astrologie gehen, Astruo, in das nicht nach außen gestreute, ganz bestimmte Blickwinkel konstruiert, die dann jetzt zur Anschauung treten, weil du dir aus dem Kontinuum herausrechnest und zur Anschauung bringst. Und wenn ich immer wieder sage, die Bilder, die aus einer Datei auf dem Bildschirm auftauchen, nimmst du genau genommen, du setzt die gespiegelte Seite gar nicht aus der Datei heraus, sondern du schaust in diese Datei hinein. Und das sind verschiedene Ordner, da ist eine Ordnerhierarchie. Mein Beispiel mit der Küche. An was denkst du, wenn du an deine Küche denkst? Ich muss dir sagen, das Wort Küche. Nur an das Wort Küche, mehr ist in dem Moment an Informationen von dir nicht wahrzunehmen. Bis du anfängst, dieses Wort Küche zu betrachten wie einen Ordner, ein Wissen, das du in dir trägst und ich sage, jetzt schau in die Küche rein, was siehst du dann? Ich möchte ein Bild, mach ein Bild aus der Küche. Und du wirst feststellen, dass du eine Unmenge von Bildern aus dem Wort Küche machen kannst. Ein Herd, ein Kühlschrank, eine Wand, eine Tür. Wenn du den Kühlschrank kannst du wieder öffnen, dann kannst du in den Kühlschrank reinschauen. Jetzt stellst du fest, dass das Wort Kühlschrank selber auch bloß wieder ein Ordner ist mit nochmal Bildern, wenn man da reinschaut. Es ist ein Computerprogramm. Du wir heute einen Abstand haben und dieser Abstand gibt uns die Möglichkeit, mit Abstand darauf zu schauen. Das kann ich jetzt übrigens AB, kann ich zum einen lesen als Vorderab und ich kann das als aufblühen, aber alles, was in dir aufblüht, ist eigentlich stehend. Dieses Oxymoron, der Widerspruch in sich selber, ich nenne das auch immer in Bewegung setzen. In Bewegung setzen ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber. Im Englischen siehst du das in Fasten, Fasten Seatbelt. Zum einen unendlich schnell mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, bewegst du dich überhaupt nicht mehr. Dann schnallst du dich auf den Thron fest, auf dem du selber sitzt und das ist das ewige Hier und Jetzt. Und dadurch nicht so emotional verhaftet zu sein. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass die Emotionen übrigens E-Vorsilbe wie der X. X-Motion heißt eine herausgetretene Bewegung, die genau genommen dich gar nicht verlassen können. Ich hatte ja das letzte Mal über die Ursache gesprochen, ne? Dass wir hier auf diesem Webrahmen erleben wir die Wirkung. Aber die Ursache, die ist einerseits oben drüber gesetzt, aber das ist göttlich, da haben wir wenig Einfluss, aber sie ist auch dahinter gesetzt, so örtlich dahinter. Und wenn du jetzt den Bleistift nochmal als einen Spiegeltunnel siehst und dann wirklich einmal dir bewusst dir das jetzt vorstellst als ein Symbol, Symbalein zusammengeschmissen, dann wirst du feststellen, wie weit sind eigentlich die Lämpchen in den Spiegeltunnel von dir weg. Und diese Z-Achse, die kannst du jetzt in allen Richtungen drehen in den Tetraederspiegel und dann kriegst du langsam eine Vorstellung, wie komplex dir das erklärt wird. Und die mache ich jetzt einmal weg. Du kannst dir das ja hersuchen und nochmal genauer anschauen. Und dann haut es ziemlich gut hin. Ihr seid noch da, sehe ich gerade. Und jetzt, wenn wir das gerade machen, machen wir gleich einen kleinen Sprung in unseren Chat rein. In den Hörsaal IQBs, weil ich da ja ziemlich die letzten jetzt bewusst ausgedachten zwei Tage ein ziemliches Feuerwerk abgebrannt habe. Wo ich die ganzen kleinen Beispiele, was Selbsterkenntnis ist, dann kommt dann hier dieses, dass man sich die Bälle zuschmeißt, hier zum Beispiel selbst von dem Bhakti, dass er 30 Jahre lang, das ist Größe, ich habe mal, was ich ganz selten mache, hier einen Kniefall reingemacht, als Smiley, die große Erkenntnis am Ende des Lebens, ich habe 30 Jahre lang das Falsche gelehrt. Das ist Größe, wenn man erkennt, ich war ein Arschloch. Ich habe geistlos nachgeäfft, die Wirklichkeit ist ja ganz anders. Da geht es hier um die Pharmaindustrie, dass das ganze Impfen von vornherein ein Trugschluss ist. Hilft dir selbst und hilft dir Gott. Krank, die eigentliche Krankheit ist das weltliche Denken. Dann haben wir hier den Melatron. Das sind all diese kleinen Sachen mit Namen. Ich kann sagen, ich bin der, der ich bin. Das ist hier so die Aussage, hast du geistesfunk genau aufgepasst und zugehört?
Lass mir den nochmal schnell laufen. Das ist der Engel Malach Metatron, dessen Namen dem seines Herrn gleicht. Das ist der Engel Metatron, dessen Namen Hashem, den Herrn, gleicht. Das ist sehr interessant. Der Malach, das ist eigentlich Emelkaf, ist der König. Es gibt einen Malach Metatron, dessen Namen des Herrn gleicht. Und der Herr, Hashem, ist El Hayom, das ist UB 86. Das ist es, wo ich immer wieder sage, als blaue UB, ich scheiß dich so mit Zufällen zu, weil ich das Programm geschrieben habe. Aber ich, UB Rot, bin nicht der Gedanke, Udo, den du dir ausdenkst. Und ich kann immer nur sagen, du bist wesentlich mehr dies Ich, wie irgendein Gedanke von dir. Weil du als träumender Geist Geist bist. Und der blaue UB ist nur aufgespanntes Wissen, dein eigenes Wissen, das du dir ausdenkst. Weil jede Figur, die von dir geträumt wird, ist eine Information von dir, die von dir erschaffen wird. Betonung liegt auf Affen. Sterbliche Säugetier. Das sind die Menschen in deinem Traum. Die sind nicht für die Ewigkeit gemacht, vom Säugling bis zum Greis, sondern für die Verwandlung. Aber sehr, sehr wenig nehmen dieses Angebot an. Das Hauptproblem ist mein Beispiel mit den Samenfädchen in der biologischen Ordnung, dass ich immer sage, wenn ein Affenmännchen einen Samenerguss hat, stößt es im Laufe eines Lebens Millionen und Abermillionen von Samenfädchen aus. Und die haben keine Überlebenschance. Man sagt jetzt biologisch beim Menschen 3 bis 4 Tage, dann geht es dahin. Außer eins dieser Samenfädchen sucht nach einem Ei. Da muss er sich das dann mal in die Frau bewegen, das ist deine Traumwelt und muss in der Traumwelt des AI, des Ei suchen, den Schöpfergott suchen. Und wenn er sich dann eins macht, das Samenfädchen in der Traumwelt mit dem AI, mit dem Schöpfergott, rot gelesen, dann passiert eine nächsthöhere Ebene in der Matrix. Und das Hochinteressante ist, du musst dich eins machen mit dem, der du bist. Du musst nach dir selbst suchen in der Traumwelt. Du bist nicht irgendein Affe, der in der Traumwelt rumläuft, sondern der, der sich die Traumwelt ausdenkt. Dann verbindest du dich mit dem Ei, mit dem Schöpfergott. Und das ist jetzt der, der den Namen trägt. Und dann haben wir hier vorne, ich mache das bloß einmal, ich mache immer jetzt genau aufgepasst und zugehört. Da geht es hier um den Metatron, ich fahre mal ein Stück weiter. Da geht es also hier, selbstbestimmender Spiegel, das sind lauter so ein Feuerwerk von Inspirationen. Das ist hier zum Beispiel auch so ESO, sehr, sehr viel ESO-Kack. Das sind übrigens parallel laufend, wo ich hier das kleine Vögelchen Mathematikos aus Ich bin du Quadrat reinstelle. Kann ich euch übrigens gleich zeigen. Ich arbeite auf so vielen Ebenen mit Geistesfunk, die Kontakt zu mir haben. Meine Helene schickt mir zum Beispiel, ist geschehen nur Zeichen und Wunder. Helene Brösel, 8.52 Uhr, sucht gerade das Märchen vom Vögelchen Mathematikos. Ist sie in den Sinn gekommen und er wusste nicht mehr, in welcher dieser Schriften ist das drin. Dann kommt eine Nachricht in dem Chat und sie sagt, danke, danke. Und im selben Moment taucht es in dem Chat auf. Ich füttere dich mit Informationen ohne Ende, weil ich in dir drin bin. Ich bin immer und ich war schon immer da. Wenn wir jetzt hier reinfahren, da kommt zum einen, wir bleiben mal bei wissenschaftlichem Geschwätz, da macht unser Redner das OLED-Display rein. Wir schauen ganz kurz uns das an. Die kleinste Anzeigeeinheit ist ein Element, das Pixel genannt wird. Es hat eine durchschnittliche Größe von 0,3 mal 0,3 Millimetern. Im Inneren eines Pixels sind 3 verschiedene Farbfilter zu sehen. Das ist unser Rot-Grün-Blau, wo dann angeblich das weiße Licht reinkommt. Und je nach Wellenlänge mischt sich das dann hier. So funktioniert die klassische Kamera bzw. der Monitor. Immer wieder mit dem Licht von außen, du kriegst das zweite Gebot. So, dann reagiere ich darauf, dass ich schreibe, gespiegelt. Das ist hochinteressant, der Spiegel SPI ist meine Schwelle, meine logische Welle, ist X-Welle, eine herausgetretene Welle, die sich in mir selber spiegelt. Und ich mache jetzt einfach hier dasselbe, wie ist ein menschliches Auge aufgebaut? Die Stäbchen sind also sowas wie unser Nachtsichtgerät. Die Zapfen sind eher kegelförmig. Sie brauchen deutlich mehr Licht als die Stäbchen, um zu funktionieren. Deshalb springen sie in der Nacht auch nicht an. Tagsüber, wenn es schön hell ist,
regen verschiedene Lichtarten die Zapfen an. Mir muss jetzt klar sein, egal wer in dir auftaucht, egal welcher Mensch, ob du den als sinnlich real wahrgenommene Information in einer gewissen Entfernung illusionär siehst, dass er in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, wenn du eine VR-Brille aufhast, steuerst du eigentlich nur was an und du siehst immer in dir auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen sind Informationen. Und jetzt kann man sich hier über diese Rot-Grün-Blau-Zäpfchen beschäftigen. Die Welt um uns herum erscheint uns dann in den schillerndsten Farben. Und jeder, egal wer in dir auftaucht, ich werde dir beweisen, dass er irgendetwas nachäfft, das er nur mit einer Meinheit beschwören kann. Wir können jetzt in Wikipedia uns die Zäpfchen ansehen und was du feststellen, das ist doch hier die Namen, will ich mich jetzt nicht verlieren. Was viel interessanter ist, ist, wenn man das Wort Zäpfchen, das beginnt ja mit ZB, das heißt die Geburt von Wissen. Es ist schlichtweg blau, die Geburt von Wissen. Und Wissen verwirklichst du entweder als Gedanke oder du holst es, du realisierst es auf der VR-Brille. Die Frage, wer ist rot gelesen der Geburtsgeber und was ist die Weisheit, aus dem diese vielen Farben entspringen? Und das ist diese Farben, diese Bilder, die in dir auftauchen, sind eigentlich die Schwimmen auf der Wasseroberfläche. Und ich sage immer wieder, du hast es mit deinen Gedankenwellen zu tun. Du bist immer und dieses Geburt von Wissen taucht in dir auf. Und schwimmt auf der Wasseroberfläche, aber immer symmetrisch. Das ist das hier. Wir verknüpfen Physik und alles zu einer neuen Einheit. Wir haben aber nicht für jeden Farbton, den wir sehen können, eine eigene Zapfenart. Der Mensch hat nur drei unterschiedliche. Die R-Zapfen, die G-Zapfen und die B-Zapfen. Das ist übrigens jetzt hier schon eingedeutscht, weil das normalerweise, das ist die Kopfzapfen. Ich lasse das einmal. Die R ist die Rotzapfen, die Grünzapfen und die Blauzapfen. Wenn wir die Zäpfchen anschauen, kriegen die englische Namen. Wir machen ganz kurz mal hier Zapfen im Auge. Schau dir das an, jetzt wird es natürlich interessant. Moment. So. Das ist diese Zapfen. Und jetzt ist es, die nennen sich S, ML und L-Zapfen. Das steht übrigens für die Wellenlänge, die wir uns jetzt ausdenken, wobei ich behaupte, jeder Mensch, der dir erzählt, dass er gewisse Farbe, gewisse Wellenlänge hat, äfft hundertprozentig geistlos was nach, wo er nicht verstanden hat, um was es geht. Wenn du das beschwören musst, wir kommen dann gleich dazu zur Sünde, du schwörst bei 99,99999 Pünktchen Prozent all der Sachen, die dir als hundertprozentig sicher und logisch bewiesen erscheinen, schwörst du an Meineid, weil du das nur geistlos nachäffst. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du das genauso geistlos nachäffen, egal in welchem Bereich. Das heißt, es steht für Small, Medium und Large. Und diese Wörter kann man jetzt wieder rot-blau umsetzen, du wirst feststellen, es passt immer exakt auf den Punkt. Wenn man die Vordersprache versteht. Den machen wir jetzt einmal weg und dann schauen wir mal weiter. Jetzt kommt hier nochmal zwei, drei Einträge vom Redo, da springen wir jetzt und jetzt mache ich mein klassisches Bild, die Kamera Obscura. Alles spielt sich in dem Punkt ab. Das ist der rote Spiegel. Jetzt machen wir hier schon eine Linse draus, was genau genommen ein Punkt ist. Da muss man natürlich zuerst einmal wissen, wie die Kamera Obscura funktioniert. Das da ist es Obscure. Obskur ist das Finsterne, das Schwarze. Das ist eigentlich ein schwarzes Loch, wo alles in einem Punkt zusammenfällt. Dieses Obskure ist hier ein schwarzer Punkt in der Mitte, wo sich alles befindet. Das ist das Ein Sub, das Bewusstsein UBs. Und die Kamera, die Kammer, das Gewölbe ist dein Gesichtsfeld. Das ist jetzt natürlich nur flach, das ist eine Halbkugel, wo du reinschaust, wo du in der VR-Brille deinen Blickwinkel verändern kannst. Wir haben in dem Gesichtsfeld eine zwei Flächen, wobei VR-Brillen immer angegeben, was hast du für eine horizontale und vertikale Öffnung, den Öffnungswinkel. Und der blinde Fleck, das stimmt, weil mir hier jetzt, wenn ich die Kamera nehme, habe ich ja immer nur ein flaches Bild. Wir können das auch drei. Was hier, wenn ich jetzt mir das denke, du meinst, es ist da außen. Nee, du projizierst es nach außen. Es ist, außen ist gar nichts, es spitzt sich nur in deinem Kopf ab. Darum hast du da einen blinden Fleck und das führt zum Gehirn, das natürlich jetzt wieder alles geistlos nachgeäfftes Wissen. Kannst du es beschwören? So, jetzt mache ich das einmal ein bisschen einfacher. Anders Sicht auf den gelben Fleck. Und hier liegen nun die Dinger, die dafür sorgen, dass wir auch etwas sehen. Diese Dinger nennt man Stäbchen und Zapfen. Ja, kein Witz.
Die gibt es zwar nicht. Schon deine kleinen Dreiecke, deine Blickwinkel, die Stäbchen will ich mich jetzt nicht so arg verlieren. Das ist jetzt auch populärwissenschaftlich gesehen. Und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Und hier ein bisschen geistlos nachgeäfftes, da schreibe ich jetzt angeblich, Angeberlicht. Ja. Das sind die ganzen Angeber, die Schwätzer, deine Professoren, deine Nobelpreisträger, deine Superweisen, wissenschaftlich bewiesenes Wissen. Geistlos nachgeäfftes, angeblich wissenschaftlich bewiesenes Wissen. Wie definierst du bewiesen? Wann ist für dich was bewiesen? Ich werde es dir sagen, wenn du es beschwören kannst. Dass jeder Menschenaffe, Fragezeichen, den du dir ausdenkst, nur Existenz einer aufgespannten Berechnung im Aussetzung eines Programms, das er sich nicht raussuchen konnte, mit einem Meineid Amatyros bezeugen kann. Ich mag's nochmal. Da kommt das Amatia, die Sünde her. Amatyros heißt nicht durch Zeugen bestätigt. Bist du ein Zeuge gewesen, kannst du bezeugen, dass da außen ein Mond ist, der sich um die Sonne rumdreht, um die Erde und die Erde um die Sonne rumdreht? Kannst du es bezeugen oder äffst du es nur noch? Kannst du bezeugen, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Kannst du bezeugen, dass in der Vergangenheit ein Einstein existiert hat oder ein Jesus, der gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde? Du äffst einfach nach, was man dir erzählt. Es sind, wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit und das ist Amadia, das ist die Sünde. Du kannst bezeugen, man hat mir das erzählt und die haben mir das erzählt, aber nicht, dass das, was du dann geistlos nachäffst und in deinen Kopf als Vorstellungen aufbaust, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist, wenn ich immer wieder sage, weißt du, wie viele Professoren ich schon gefragt habe, nehmen wir den Mendeleev mit dem Mendeleevschen Periodensystem. Wie will der eigentlich entdeckt haben, dass um ein Wasserstoffproton ein allereinziges Elektron sich rumbewegt? Zu einer Zeit, wo es noch nicht mal eine anständige Kamera gegeben hat. Es muss ihm doch eingefallen sein, dass das so ist. Ja. Da müsste man sich die Frage stellen, wer hat ihn das einfallen lassen? Aber es ist doch dann eine rein subjektive Vorstellung, die für alle, die das nachäffen, zu einer angeblich unabhängig von ihnen existierende Wirklichkeit wird, die sie sich ausdenken. Die sie aber nicht einmal überprüfen können, wenn sie wollen. Und jetzt sage ich schnipp, je nachdem, zu welcher Tageszeit du dich jetzt befindest, weil jeder Tag, jeder Moment in jedem Tag passiert hier und jetzt, wenn er auftaucht. Jetzt schaff deine Farbbrille, schau aus dem Fenster. Ich könnte jetzt dich fragen, wo sind jetzt die Sterne? Wo ist jetzt die Sonne? Ist das alles da außen, auch wenn du es nicht denkst, oder sind es nur Möglichkeiten, die du dir ausdenken kannst, die alle gleichzeitig in dir drin sind? Für dich existiert nur das, was du jetzt denkst, das, was jetzt da ist. Cut! Was ist jetzt da? Hörst du jetzt am Menschen zu? Schau einfach. Für Holofeeling brauchst du kein Wissen, du musst Bewusstsein sein. Und wenn du das nicht bist, dann spielt es eh keine Rolle für dich, weil dann bist du ein Gedanke, der wieder weg ist, wenn er nicht gedacht wird und gar nicht mitkriegt, dass er gedacht wird. Das ist hundertprozentig sicher. Meinst du, dass jetzt, wenn du die hungernde Näher, Kinder oder Kriegsopfer in die Ukraine denkst, dass die Figuren, die du jetzt in dir leidend erschaffst, als Ding an sich, als die Gedanken, die sie eindeutig bloß sind, das mitkriegen, dass du sie so denkst? Oh, ist der böse, der denkt mich leidend aus. Das, was jetzt wirklich lächerlich ist, es ist lächerlich. Aber nur für einen, der langsam wach wird. Ansonsten lebst du in einer Sündhaftigkeit und du prügelst nur auf dich selbst ein. So, und jetzt schauen wir mal hier, ich wiederhole, und hier ein bisschen geistlos nachgeäfftes, angeblich wissenschaftlich bewiesenes Wissen, dass jeder Menschenaffe, der Biologie oder Chemie studiert hat, nur mit einem Meineid bezeugen könnte. Hallöchen, Leute. Bevor wir loslassen und wir erklären euch, wieso. Zunächst verstehen, wie der Sehvorgang im Auge funktioniert. Wenn wir sehen, wandert das Licht durch das Auge und trifft zuletzt die Bipolarzellen, die Horizontalzellen und die Amikrinzellen. Die letzte Schicht der Netzhaut besteht aus den Photorezeptoren. Das sind die sogenannten Stäbchen und Zapfen. Die drei Zellschichten zwischen den Photorezeptoren und den Ganglienzellen. Diese bestehen immer aus einem Außen- und Innenglied und der synaptischen Endigung. All das.
wenn ich die jetzt mit Holofeeling erkläre und die Wörter anschaue, ist hundertprozentig richtig. All das, was dich einer, der das studiert, ausdenkt, ist ein riesengroßer Trugschluss. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Nochmal, jeder Gedanke, jede Krankheit, sobald du eine Krankheit, Koller, das Weltliche bekämpfst, entheiligst du dich. Solange du Krankheiten bekämpfst, entheiligst du dich, weil du nur gesund sein willst, nur reich sein willst, nur glücklich sein willst. Das ist eine Seite einer Welle und die Heiligkeit sitzt in der Mitte, dir jeden Moment bewusst ist, dass beide Seiten nur gleichzeitig existieren können. Du schaust halt nach vorne oder nach oben oder nach unten. Aber dieses vor dir wird es nicht. Ich sage, es gibt in einem Kino keine Bilder auf der Leinwand, wenn nicht dahinter ein Projektionsdia sitzt. Es gibt auf dem Computer keine Bilder, wenn nicht im Hintergrund in einem Kontinuum eine Datei mit gleichzeitigen Daten da ist. Auf dem Film sind alle Bilder gleichzeitig da und Bild, 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 jedes Bild blitzt nur im Jetzt auf. Das ist das ewige Hier und Jetzt und es befindet sich im Zentrum, in dir selbst. Und alles, was du dir ausdenkst, auch wenn du dir, egal wo du dir das hindenkst, es ist hier und jetzt hundertprozentig sicher deine Information, die von dir unbewusst träumenden Geist von selbst erschaffen wird. Und dann klingt jetzt dieses Außenglied, dieses AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, ist eine Welle. In der Welle haben wir auch das Lied. Aber das Lied ist auch hier ein Lie. Lie ist die Lüge. Da kann ich immer wieder sagen, wir müssen jetzt das Englische dazu nehmen. Und sobald wir hier uns das Englische dazu nehmen, in dem Spiel, machen wir ganz kurz, habe ich zwar schon oft gemacht, holen wir uns mal ein Wörterbuch her und wir schauen uns mal das Lie an. Gibt es viele Möglichkeiten. Das heißt, zu mir kommt die Energie, wenn ich jetzt das Li hebräisch schreibe, zu mir kommt die Energie oder der Schöpfer oder ein Augenblick, je nachdem, was ich für ein I setze. Schau dir das an. Das heißt, das erste Mal Lie heißt, du lügst. Aber du lügst in deinen eigenen Liegen. Du liegst, liegen und lügen ist dasselbe Wort. Du lügst in deinen Liegen. Das Ruhen, das Flachlegen, die Lüge, die Unwahrheit. Und jetzt kommt es, das heißt auch medizinisch eine Kindslage. Du bist ein Gotteskind. Diese Lage ist übrigens La, auseinandergeschmissenes GE-Quadrat. Ich sage immer das H, G für alternieren, für Agen. Du alternierst. Ein Flackern, das ist dieses Zukunft herumliegen, rumliegen, rum. Ich könnte jetzt jedes dieser Worte dir 400 Seiten Buch machen. Im Außenglied liegen die sogenannten Discs mit Photopigmenten, dem Rhodopsin. Wenn Licht auf die Photopigmente trifft, wird eine Signal... Mendior, von Mens, Mendior, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Den Mens habe ich heute Morgen übrigens auch nochmal eingestellt. Mens, die Grundform immer rot-blau. Das ist das erste Mal vom altindischen Mati, nochmal Mati, die Mathematik. Mati heißt das gelernte Wissen. Mardikos ist Dummkopf, Dor, Blödmann und Schwätzer. Du hast es nur mit Mathematikern zu tun. Jeder normale Mensch ist eigentlich ein Mathematiker. Es ist ein geistloser Schwätzer, der einfach nur geistlos nachäfft, was man ihm gelernt hat. Darum ist dieses Mati, das gelernte Wissen, erzeugt den Sinus in dir und das sind deine Gedanken. Ein Sinnesart, eine Denkart, das abstimmig ist von deinem Charakter. Mens Ani, unser Ani, ist letztendlich hier Ani, der schöpferische Existenz deines Intellekts, ist das kleine blaue Ich auf Hebräisch. Das ist dein Ich. Hast dann auch Schiff als Ania, Schieff, hast das Geschenk von zwei Facetten. Und jetzt interessant, diese Schöpfung ist immer eine existierende Intellekt. Wir können das natürlich auch rot machen, dann bist du Schöpfer und dann bist du göttlich. Aber interessant ist, das Animi, habe ich oft, ist entweder eine Gestaltwerdung deines Intellekts oder das Meer, Gott, El Hayom, Gott, das Meer, UB 86. Das sind die zwei Seiten. Und das ist ein Fragepartikel, wo, wie, wo ist das, wie ist das, wer ist das, von wem, wann. Aber ganz, ganz wichtig, es bezieht sich speziell auf rhetorische Fragen. Was ist eine rhetorische Frage? Eine Frage, die sich von selbst beantwortet. Wer denkt sich das jetzt aus? Ich. Und wie ist das? Es ist genauso, wie ich mir das denke. Und wo ist das? Ja, hier und jetzt in meinem Kopf meine Information. Und von wem wird es gedacht?
Und wer ist es, der da im Meer ist? Rot gelesen, El Hayom? Du selbst. Kaskade aktiviert. So, wie beim Domino, wenn CGMP auf. Vorhanden ist. In Abwesenheit von Licht sind diese Kanäle offen. Beim Sehen trifft das Licht aufs Auge und wandert bis zur Netzhaut. Das Licht verändert ein Molekül im Rhodopsin. Das sogenannte 11-Cis-Retinal verändert sich in eine All-Trans-Struktur. Hört sich jetzt super kompliziert an, bedeutet aber nur, dass das Molekül nicht mehr abgeknickt, sondern gestreckt ist. Was durch ist ein Molekül? Wenn ich dir das erkläre, jeden 13-Jährigen macht das einen Riesensinn mit der Vordersprache. Die äffen geistlos nach, kann das beschwören, hat es gesehen, hat es überhaupt einer gesehen? Weißt du, auf wie viel Selbstgespräch, ich kann jetzt aufstehen, als Brösel, den du dir ausdenkst, an mein Bücherregal hingehen und dann ziehe ich dir ein Buch raus von einem Nobelpreisträger, der über die menschliche DNA schreibt. Ich zitiere das nochmal. Er sagt, die menschliche DNA ist so unvorstellbar klein, dass man die nicht einmal unter dem stärksten Elektronenrastermikroskop sehen kann. Eine hochinteressante Aussage. So unvorstellbar klein. Und dann kommt als nächstes, und jetzt schauen wir mal nach, wie diese DNA aufgebaut ist. Sie hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern auf 1000 Seiten. Woher weiß er das? Wenn man das doch nicht sehen kann. Es sind Verrückte, es sind Wahnsinnige in deiner Welt. Und das ist ein Spiegelbild von deinem eigenen materialistischen Wahnsinn. Diese Konformationsänderung ist das Rhodopsin aktiviert. Das CGMP von den Natriumkanälen in der Membran. Es fehlt quasi. Jetzt hör dir das einmal an, such dir das her. Es sind Wahnsinnige, die wissen noch gar nicht, wovon sie sprechen. Aber Cut. Was ist jetzt der, von dem ich die ganze Zeit rede? Ein Gedanke, der von mir gedacht wird. Ja, genau genommen von dir, weil der Udo ja auch bloß ein Gedanke ist, der von dir gedacht wird. Du erlebst nur deine Informationen, die Figuren, die du dir ausdenkst, können sich doch nicht raussuchen, dass du dir die so ausdenkst. Du kannst dir denn jetzt super gescheit ausdenken, du kannst dir denken, der hat bestimmt ein junger Bursch nach der Stimme, die Stimme klingt jung, muss ein junger Lautsprecher sein und der hat bestimmt Biologie studiert oder Chemie studiert. Und das ist ja, das ist so zerdacht an deinen Universitäten, unendlich zerdacht. Aber das, was wirklich wie ich dick ist, keiner weiß, wer denkt sich das aus. Es denkt sich niemals irgendein von dir ausgedachter Mensch was aus. Und wenn die sich was ausdenken, können sie dich nur das ausdenken, was du dir denkst, dass die sich ausdenken. Aber dazu, um dir einen Affen zu schaffen, der sich was ausdenkt, musst du dir jetzt erst einmal einen Menschen denken. Und der wird von dir erschaffen, der Affe. Und alles, was dir erzählt, erzählt er, weil du das jetzt träumst, weil du ihm dieses Wissen zusprichst. Du stehst als Geist vor jedem einzelnen Menschen. Du stehst als Geist vor dem heliozentrischen Weltbild, egal was du dir auch immer ausdenkst. Und was du dir so auszudenken vermagst, steht und fällt mit dem extrem fehlerhaften Intellekt, den du zum Denken benutzt. Alles, was ein Computer, und jetzt mache ich dich wieder symbolisch zu einem Computer, alles, was in einem Computer auftaucht, steht und fällt mit dem, was er im Arbeitsspeicher hat oder wo er eventuell zurückgreift in seiner Festplatte. So, das ist dieses Spiel. Darum habe ich jetzt hier ein Kotzemännchen hingemacht und einen, wo das Gehirn zerplatzt. Exploding Head und Kotzemännchen. Das ist das Spiel. Und jetzt habe ich hier nochmal was Schönes. Da heißt es ja, wenn du geschaut hast, der Internetkanal heißt Biologie Simple Club. DWD ist deutsches Wörterbuch. Das Simple. Dann mache ich das da mal rot, das Bewusstsein Gottes ist die Weisheit Gottes. Aber der Simbel blau, die geöffnete Berechnung eines Simbels, ist einfach ein einfältiger, beschränkter Mensch, ein Einfallspinsel. Wie oft habe ich gesagt, ein Kugelschreiber, ein Pinsel malt ein Bild. Kann sich der Pinsel raussuchen, was er malt? Er malt es, aber er kann sich nicht raussuchen, was er malt. Alles, was er malt, ist ein Dasein müssen. Ein Geist träumt. Beispiele über 40 Jahre alt von mir, jetzt nur ich in die Vergangenheit gedacht. Ein Geist träumt. Alles, was du träumst, ist ein nacktes Dasein müssen. Und wie du die Figuren, die du dir ausdenkst, qualitativ bewertest, im Charakter bewertest, sie können sich das nicht raussuchen. Weder ein Putin noch eine deutsche Regierung kann sich raussuchen. Die wird für dich so sein, wie du sie dir ausdenkst. Jeder Einzelne, auch ein Udo Petscher. Der Geist träumt. Das Ausgedachte ist freizusprechen.
In jeglicher Art und Weise. Ich nehme alle Schuld auf mich. Wer ist schuld? Die Frage, wer hat es gemacht? Ja, der, der sich's ausdenkt. Ist es nicht kindgerecht? Die größten Rätsel deiner Menschheit, wo sich unendlich Tausende von Philosophen und Wissenschaftlern den Kopf zerbrochen haben, ist ein Quadrat mit drei Strichenzeichen. Das ist mein göttlicher Humor. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Simpel ist einfältig einfach. Ich greife ja nur auf euer Wissen zurück, das euch zugänglich ist. Ich setze das bloß wie Puzzlestücke in eine Einheit zurück. Diese Einheit, die du selbst bist, du Geist, der du dir das alles ausdenkst. Simplex. Aus einem Dall bestehend, also nicht vollkommen. Moralisch. Moral, jedes Wort wäre jetzt für sich alleine ein Kleinod, wo man stundenlang damit beschäftigen könnte. Glaub es mir. Das anfangs wertneutrale, gebrauchte Adjektiv steht bald in einer geringschätzigen Sinne für anspruchslos, banal. Die kann man natürlich auch rot machen, der Sohn Gottes. Den hätte ich jetzt rot machen können. Da müsstest du aber Bewusstsein sein. Geistig unbedarft. Geist, blau gelesen, gehst Gehirn. Für Menschen, für die der Geist des Gehirnes und das rote Geist nur ein Abfallprodukt vom Gehirn sind, wahrlich, die kannst du vergessen. Die sind das Überleben nicht wert. Simbi sind arglose, einfältige Mensch, Dummkopf. Jeder normale Du-MM. Könnte ich auch wieder rot machen. Du-MM. Moment. Oder Du-All. All heißt ja auch nichts. Du bist ein absolutes, nicht denkbares, ewiges Nichts. Bist du All wirst. Und das ist ihr Spiel, das ist die Dualität. Plus 5, minus 5. Das sind die zwei Seiten vom Jahwe, die aber immer gleichzeitig da sind. Es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellendal. Es gibt kein Hell ohne Dunkel. Es gibt auch keine Gesundheit ohne Krankheit. Keiner interessiert sich für die Heiligkeit in der Mitte. Stimmt oder stimmt? Darum habe ich hier nochmal die Medim. Das ist einfach das hebräische Wort für Leute und Menschen. Und MT alleine heißt Tod. Lass die Toten ihre Toten begraben, die Toten, die jammern, ihre eigenen Toten begraben. Das sind Figuren, die du dir ausdenkst. Für dich tauchen die auf, wenn du sie denkst, und sie fallen wieder in dich rein, wenn du sie nicht denkst, wie die Wellen, in denen der immer ist. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. So, jetzt mache ich da wieder zurück irgendwie. Vor lauter Umschalten, ich war immer dusseliger. Sonst noch irgendwelche Fragen, alle Unklarheiten beseitigt? Ganz einfach. Es ist so einfach. Es geht um Vertrauen. Um Gottvertrauen heißt Vertrauen in mich selbst. Bin ich so blöd, dass ich mich in eine Hölle schicke? Das ist wie wenn du fragst, bin ich so blöd, wieso gehe ich eigentlich in einen Horrorfilm? Oder in einen Liebesfilm. Möchtest du jeden Tag einen Horrorfilm? Möchtest du jedes Mal einen Liebesfilm? Ich habe so einfache Beispiele, die jeden Geist einleugnen müssen, wenn er nur einen Hauch von Bewusstsein und Geist ist, nicht hat, sondern ist. Und wenn dir noch irgendeiner erzählt, jetzt hier, hätte ich jetzt noch anklicken können, unser Clemens, das Große, wo jetzt hier unser ausgedachte, die Hermann und Alexander Bob drauf ein, die werden ja immer esoterischer. Das ist alles richtig, was der Mann sagt. Das sind die Grundregeln, die findest du beim Depperwein, die findest du beim Dolle. Aber immer noch, das ist Menschen erklären, wie sie ihr Bewusstsein verbessern und verändern können. Bewusstsein kannst du weder verbessern noch verändern, so wenig, wie du hier die Energie in der Einstein-Formel als Ding an sich verbessern oder verändern kannst. Sie ist weder zerstörbar noch veränderbar. Die Energie, 200 Gramm rote Niere, was sich verändert, ist die illusionäre Oberfläche. Was verändert sich an 200 Gramm rote Gnede, wenn du die Form veränderst? Nichts. Das ist jetzt Beispiele, über 40 Jahre alt. Ich sage, wie lange das mit dem Holofeeling schon ist bei manchen jetzt. Hier bei den Holofeeling da und so, ich seit 25 Jahren. Ich nehme mich Geist und ich denke mir jetzt, ich gebe mir eine Form. Die Form ist deine Information. Du musst begreifen, dass dein neuer Körper mit Holofeeling ist deine Traumwelt. Ganz einfach, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, denkst du zuerst einmal an einen von vielen Körpern innerhalb deines Lebens. Vom Säugling bis zum Greis. In der Regel, wenn du an deinen Körper denkst, denkst du an den jetzt aktuellen, den du jetzt materialisieren kannst.
Dir muss aber klar sein, dass du jeden deiner jetzt ausgedachten Affenkörper immer nur jetzt materialisieren kannst, weil Materie nur unmittelbar hier und jetzt existenzfähig ist. Alles, was du dir räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist auch hier und jetzt deine Information, aber die kann immer nur feinstofflich sein. Ein hundertprozentig sicherer Beweis, dass weder in der jetzt gedachten Vergangenheit noch in der jetzt gedachten Zukunft irgendjemals Materie existiert hat oder existieren wird. Deine sinnlich wahrgenommene Information taucht wie jeder Gedanke hier und jetzt auf, aber materiell wahrnehmen heißt, du kannst es nur hier und jetzt auf die Feuerbrille holen. Weil das eine Illusion ist, was du dir dann vor dich hinstellst, ist aber deine Information. Das ist jetzt in der Kamera Obscura. Sobald du dir was in die Vergangenheit oder in die Zukunft denkst, das heißt räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist es auch hier und jetzt eine Information, aber nur feinstofflich. So, jetzt denk einmal bitte, dass du in 10 Sekunden aufstehst. Das ist jetzt gedacht. Jetzt realisier das einmal mit deinem Körper und du wirst feststellen, das passiert jetzt. Das passiert jetzt. Jetzt mache ich mal was Neues. Jetzt denk einmal bitte an deine Hände. Nur an die Hände denken. Die waren jetzt nicht da. Und jetzt hast du ein sinnlich wahrgenommenes, es ist eine sinnlich wahrgenommene Information, das Gefühl, bald die zwei Hände zur Faust. Du spürst es jetzt ja sinnlich wahrgenommen, körperlich, aber du spürst es nur. Wenn du die jetzt realisieren willst auf der VR-Brille, musst du die in deine VR-Brille dir draufdenken und dann halt die dir vor die Augen. Mach das, mach es. Und dann tauchen die als sinnlich optisch wahrgenommene Informationen auf. Stimmt oder stimmt? Aber wo sind die Hände, wenn du sie nicht denkst? Dann sind sie auch da auf der Datei als Seinsmöglichkeit, die du dir ausdenken kannst. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Und wenn du das vergisst, hast du ein Problem. Jetzt sag mal, das Problem ist ja auch schon wieder das Vorgelegte, das Vorgestellte. Eigentlich hast du dann kein Problem. Das ist immer wieder mit Apathie. Der Materialismus stellt alles auf den Kopf. Apathisch heißt nicht leidend. Interessanterweise, die Schulmedizin wird es als eine Krankheit definieren, weil das ja nicht normal ist, wenn man nicht leidet. Ist ja nicht normal. Ist ja nicht normiert. Du bist ja so programmiert, dass du leiden musst. Dass ich auch immer wieder sage, ob jetzt das Pharmaindustrie ist, egal was es ist, lebst du wirklich in dem Wahn, dass du glaubst, dass irgendeiner dieser Affen, die du dir ausdenkst, geistlos nachebende Affen, ob das jetzt Biologen sind, die dir erklären, wie die Zäpfchen funktionieren, oder Mediziner, die dir erklären, wie angeblich der menschliche Körper funktioniert. Er wird so funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Aber kannst du das beschwören, dass es wirklich so ist? Kannst du beschwören, dass in deinem jetzt ausgedachten Kopf wirklich ein Gehirn drin ist und dieses Gehirn die Ursache ist, dass du jetzt das erlebst, was du jetzt erlebst? Und dass dich ja nicht geben würde, ich meine jetzt den Geist, den ich das erzähle, der sich all den ganzen Kack, diese Scheiße ausdenkt, dass es dich ohne das Gehirn ja gar nicht geben würde. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Behauptest du selbst von dir, nicht ich. Ich sage, du bist Geist von meinem Geist, du bist ewiger Geist, du bist ein Schöpfergott. Du erschaffst es doch alles in dir. Und du erlebst nur deine Informationen. Und was die anderen um dich herum erleben, ist das, was du denkst, dass die erleben, weil du die in diese Köpfe, in diese Kisten was hineindenkst, die du dir ausdenkst, die übrigens nur existieren, wenn du sie dir ausdenkst. Aber auch durchaus da sind, wenn du sie nicht denkst, als Seinsmöglichkeit. In dem Wort Seinsmöglichkeit, ganz interessant, haben wir S-A-I-N-S. Ich sage immer, A-I-N-S heißt ein nicht existierendes Bewusstsein, wenn wir das Hebräische preisieren. Das Bewusstsein, es ist eine Seinsmöglichkeit in dem Moment, wo du dir was denkst. Und jetzt haben wir schon wieder unser MG, Mög. Der Magier, die Magie. Übrigens in dem Wort Magier haben wir hinten unser Iros dran. Unser Hieros, unser heiliges, göttliches, der göttliche Magier, der große Zauberer. Das ist jetzt nur für einen Einleuchten, der die Vordersprache versteht. Und jetzt ist es ganz eigenartig. Ich rede auf irgendeine eigenartige Art und Weise. Scheine ich Deutsch zu reden, obwohl es für einen, der der deutschen Sprache mächtig ist, total wirr klingt. Aber nicht, wenn du Deutsch verstehst.
Und das ist das Wort Deutsch nochmal, in allen Sprachen deiner Welt heißt es Gottesland. Die Alemannen, die Alamänner, die Deutonen, Deus, Deus, Griechisch, Lateinisch, Ägyptisch, in allen Sprachen. Ich rede nicht von den blauen Deppen, die sich Deutsche nennen. Egal wie links oder rechts, die vollkommene Demonstration in deiner Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt von Geistlosigkeit und Lüge. Und Cut. Und wer ist daran schuld, dass die so sind, wie du sie dir ausdenkst? Mit Sicherheit nicht du als träumender Geist, weil du dir das nicht raussuchen kannst. Es ist der Intellekt, es ist der Wahn, den du geistlos nachäffst, den ich dir als Führerscheinprüfungsbogenwelt, so nenne ich das symbolisch, gegeben habe, das so massiv voller Fehler ist, voller Widersprüche ist, dass du Sachen bewunderst, die es gar nicht wert sind, dass die bewundert werden und dass du Sachen zum Teufel hauen willst, die das Wertvollste sind, das es überhaupt gibt. Der Zweifel ist ein Teufel und er frisst dich auf. Selbstvertrauen. Meinst du, wenn du ein bewusster Geist bist, dass du irgendwas machen wirst, was dir selber schaden kann? Schon in Anbetracht dessen, dass du als bewusster Geist weißt, dass du ein absolut unzerstörbares Nichts bist. Nichts kann man nicht zerstören. Und du hast eine panische Angst davon, das zu werden, was du eigentlich immer bist, im Meer bist. El Hayom, Gott das Meer, aus dem unendlich viele Gedankenwellen springen, aber immer symmetrisch. Immer heil. Und der Trick, dass man nur eine Seite sehen kann, kann man hell und dunkel gleichzeitig sehen? Das, was jetzt da ist, ist immer nur für einen Moment da. Und dann kann ich Beispiele bringen, die so diskussionslos sind. Ich wiederhole nochmal. Wenn du dich jetzt hinlegst und du machst die Augen zu, wirst du feststellen, wenn du jetzt die Augen zumachst, wird deine sinnlich-optische Wahrnehmung auf dunkel geschalten. Ich sage extra dunkel. Bitte folge nochmal. Mach die Augen zu. Es wird finster, dunkel, nenn es wie es willst. Jetzt, wenn du nochmal da sitzt, wenn es jetzt da ist und du jetzt denk an deine zwei Hände und leg die Flaggenhände auf die jetzt ausgedachten Augen. Mach es. Genau zuschauen. Jetzt wird es noch finsterer. Aber richtig schwarz ist es nicht. Es ist ein Flackern da, je nachdem, was du vorher gesehen hast. Ein Flackern. Übrigens, wenn du das Video hersuchst vom Simple Club, das beginnt auch mit der optischen Täuschung mit Komplementärfarben. Das habe ich übersprungen. Das sind die ganzen optischen Täuschungen. Worum es mir jetzt geht, und das habe ich hunderte Male erzählt, für welche, die das wirklich bemüht sind, wiederholen. Wenn du das erste Mal hörst, reicht es nicht. Also du legst dich jetzt ins Bett. Ich rede jetzt bröselig, nenne ich das. Von Brösel zu Brösel. Wir legen uns jetzt als Brösel ins Bett, machen die Augen zu, dann wird es schwarz. Und jetzt schauen wir mal ganz gezielt. Wir konzentrieren unser Bewusstsein auf dieses Schwarz, auf das Finster. Dann sehen wir so Würmchen oder was. Da gibt es ganz eigenartige Sachen. Ich erkläre dir das, wenn du das probierst. Je nachdem, was du gesehen hast, ist zum Beispiel ein Würmchen. Das ist nicht ganz in der Mitte in deinem Fokuspunkt. Und jetzt in dem Moment, wo du das genauer anschauen willst, dass du, ich mache jetzt schon so, dass du deinen Blickwinkel veränderst, wandert es immer weg. Ja. Weil das nicht mit dem Fokuspunkt ist. Das macht dann total verrückt. Du willst es anschauen und es zieht es dann weg. Ich erkläre nur, was jedes Kind überprüfen kann. Dann spielst du ein rum und jetzt ist es hochinteressant. Es wird nicht lang funktionieren. Du hast keinen Einfluss drauf, was du träumst. Du wirst jetzt plötzlich an was vollkommen anders denken. An morgen, was du morgen machst, was gestern war. Und jetzt meine Frage, ist es eigentlich noch finster, wenn du nicht mehr an finster denkst? Also es ist erst einmal in deiner Logik hundertprozentig sicher, dass du immer noch da liegst und die Augen zu hast. Aber das ist eben nicht hundertprozentig sicher, weil es kann nur einer da liegen, der die Augen zumacht in deinem Kopf als Vorstellung von dir selbst, wenn du das denkst. Es ist auch keiner dort, der ein Buch liest und ständig umblättert, wenn du einen spannenden Roman liest. Du bist einfach nur ein Kino-Wiener, ein Kino-Zuschauer. Und diese Worte werden, das kriegst du gar nicht mit, dass du nur sprichst. Das wird voll real, wenn die Geschichte dich auffrisst. Warum willst du diese hundertprozentig sichere Wirklichkeit nicht als das akzeptieren, was wirklich, wirklich ist? Wo kommst du her, du Geist? Immer wieder frage ich das. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? In dem Moment, wo du an dich denkst, baut sich in dir eine von dir wahrgenommene Information auf, die aber mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird.
Bist du ein Gedanke von dir oder der, der sich die Gedanken denkt? Und erlebt, du erlebst nur das, was du selber denkst. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Und da schaust du jetzt, wie tief der Materialismus in dir noch wirkt. Und wenn du das wirklich verstanden hast, wenn dir das klar geworden ist, dann schauen wir mal weiter. Und Patch.